Hi, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Grounded. Es ist soweit, wir haben unsere erste kleine Höhle entdeckt und gegen Ameisensoldaten gekämpft. Das lief gut, aber auch nur, weil wir Glück hatten, weil sie sich festgebackt haben. Ha, gebackt. Ah, Käfer, ha. Jedenfalls haben wir jetzt gerade ein bisschen Besuch von so drei ekligen Riesenkäfern, die da vor unserem Haus chillen. Ich versuche mich jetzt an denen vorbei zu bewegen und dann gehen wir zurück in diese Höhle und schauen mal, was wir da so finden. So, die chillen da hinten, die wissen nicht, dass ich hier hinten bin. Wir springen hier jetzt runter und laufen um unser Leben. Ich bin gespannt, ob es irgendwie auch Tiere gibt, die später da hochkommen können zu unserem Haus. Das wäre ja so ein bisschen weniger cool, I guess. Wir haben hier auf jeden Fall richtig Glück mit Wasser. Oh, wartet mal, unsere Torch geht fast aus. Ich baue mir lieber schnell noch eine. Shit, wir brauchen Kram dafür. Wir brauchen auch getrocknetes Gras. Jetzt so ein bisschen unglücklich, dass ich immer so unvorbereitet losziehe, Leute. Tut mir wirklich leid. Schock, ich erschrecke mich immer so. Ach, die verfolgen mich scheinbar. Ha? Die denken sich so, moin. Oh Gott, die kommt ja hoch. Oh, da haben wir getrocknetes Gras gefunden. Cool. Okay, das sind also schon mal schlauere Käfer, sage ich mal. Die können auch Baumstämme hoch. Ich glaube, wir haben sie abgehängt. Nervig, trotzdem. Hier ist Gras. Jetzt auch ein bisschen schissig hier, dass die gleich wieder um die Ecke geschossen kommen. Okay, dann machen wir uns mal hier. Wir haben nicht genug. So. Das brauche ich. Das brauche ich. Jetzt müsste es reichen. Pulse Torch. Let's go. Just give me a second to let my eyes adjust to that. Ah, shit. Wir sollten uns vielleicht auch noch heilen. Sind so ein bisschen low. Hoffentlich verfolgen die uns hier nicht runter. Das wäre echt unvorteilhaft. Okay. Sind hier schon wieder neue Ameisen gespawnt? Nicht so aus. Die zwei, die wir da bekämpft haben, sind wahrscheinlich schon verschwunden. Wow. Nee, guck mal, da ist die. Die ist auch verbuggt, leider. Die Arme. Oder, nee, stopp, das war doch die, gegen die wir gekämpft hatten. Oh, wir gehen mal raus aus dem Tunnel. Ist so ein bisschen unvorteilhaft für uns. Komm, Ameise. Braucht Platz, um gegen dich zu kämpfen. Hier so ist gut. Oh, shit. Ich hab's nicht mehr drauf. Okay. Ich bin immer so voll mit in Bewegung. Voll peinlich. So, weiter geht's. Ab in den Tunnel hier. Haben wir aufgesammelt, ne? Kram von ihr? Ja. So, wer weiß, wie viele uns hier noch begegnen. Kommen wir hier überhaupt hoch? Hm. Nicht gut für uns aus. Oh. Oh, was liegt hier? Ah. Okay. Wir haben was Kleines gefunden hier. Hm. Gut, das war dann wohl schon der Ausflug in diese Höhle. Können ja mal draußen schauen, ob wir noch eine andere finden.
Oder ob es hier irgendwie noch weitergeht. Oh, diese Geräusche in dem Spiel, ne? Seit ich dieses Spiel spiele, ist meine Insektenphobie wirklich stark in die Höhe geschossen. Ich habe ständig Angst, dass irgendwas an mir rumkrabbelt. So, dann kommen wir hier wieder raus. Hello, party people. So, war hier nicht noch eine Höhle? Da. Bring back the shadows and turn away the inky depths of the night. Ist hier auch wieder Ameisen? Ah ne, es war nur ein Tunnel. Na gut. Oh, schade. Irgendwie hatte ich gehofft, dass wir in dieser Ameisenhöhle da jetzt Ameiseneier oder sowas wenigstens finden. Aber gut. Hatten wir hier nicht so ein... Guck mal, da ist so dieser Ameisenhügel. Aber der ist aufgegeben worden. Also die haben den verlassen. Ist das da, wo wir drinnen waren jetzt? Finde ich interessant, weil theoretisch müsste es da doch noch mehr geben. Da war so ein Hügel. Wäre halt die Frage, ob wir uns da nicht theoretisch was hinbauen könnten, um dann da drauf zu springen. Genau. Lasst uns das mal ausprobieren. Ich gehe da nochmal rein. Das wäre ja eigentlich ganz cool. Oh, diese Geräusche hier unten, ne? Nicht schön. Ob das wohl schlau ist, sich hier unten vielleicht auch eine Höhle zu bauen oder so, weil man hier irgendwie sicherer ist vor Spinnen und so einem Kram. Wobei wir auf unserem kleinen Baumstumpf da, glaube ich, auch ganz gut stehen. Aber ich weiß nicht, ob das geht. Lass dich mal ausprobieren. Nee. Kann hier unten nicht bauen. Schade. Dann rennen wir wieder raus. Hopp. Hopp. Ups. Jumpen ist hier voll meine Stärke. Okay. Schade, wirklich. Müssen wir wohl die Karte noch ein bisschen weiter erkunden. Ich meine, hier ist ja noch so viel, was wir noch nicht kennen. Ist jetzt halt die Frage, ob wir das nachts machen, weil... ich mich letztes Mal ja so fürchterlich verlaufen habe. Oder ob es hier im Baum vielleicht einfach noch andere Höhlen gibt. Schaut mal, da ist ein Wassertropfen. Oh Gott, das ist laut. Aber hier ist auch diese dicke Spinne drin, ne? Da wollen wir jetzt nicht unbedingt rein. Oder wir locken sie raus und rennen dann rein, um zu schauen, was es da so gibt. Warum habe ich hier eigentlich die Fackel an, wenn es hier so super hell ist? Oh, diese Musik hier hinten auch, ne? Oh. Ist das hier die Höhle mit der dicken Spinne? Ich glaube schon, ich will da irgendwie nicht rein. Ich habe richtig Schiss, ey. Noch mehr Wasser. Fackeln ist auch schon wieder hinüber gleich. Just give me a second to let my eyes adjust to that. Hier hinten ist unser Haus. Okay. Nicht darunter fallen. Nice. Ah, warte. Wir hatten doch Sachen gefunden. Die könnten wir jetzt analysieren. Wo diese komischen Käfer nicht mehr da sind. Mal sehen, was wir jetzt bauen können.
Na gut. Geh mal an meine Werkbank hier und checke ab. Ist ja auch was anderes, was irgendwie... Das sieht doch eigentlich ziemlich brutal aus. Vielleicht macht das mehr Schaden. Dieseln müssen wir mal finden. Und so eine Schaufel ist bestimmt auch noch unpraktisch. Okay, das ist Kunst. Wer auch immer sich das in sein Haus hängen möchte. So Bomben wären halt genial, ne? Aber dafür brauchen wir Ameiseneier. Da müssen wir noch einen anderen Ameisenhügel finden, in dem tatsächlich noch Ameisen sind mit ihren Eiern. Okay, guck mal. Da brauchen wir auch schon wieder diese Larve. Okay. Gibt's noch was anderes, was wir bauen können? Nee. Da, ein Ant Club. Den habe ich gesucht. Ant Parts und Woven Fiber. Okay, let's see. Hatte ich nicht mal mehr Ant Parts? Hier, 10 Stück. Oha. Cool. Good thing I'm hungry. Eine Fackel ist auch schon wieder dahin. Kann ich mir direkt eine neue bauen. Habe ich noch getrocknetes Gras? Perfekt. Perfekt. Oh. Versuche hier mal so ein bisschen aufzuräumen. Zap lassen wir mal in der Asche. Jetzt, wo wir noch so einen Klapp haben, ist es eigentlich ganz gut. Okay, wenn ich, glaube ich, den einen Speer wieder wegpacke. Erst habe ich kaputt, kann es sein. Packen wir uns hier hin. So, okay. Können wir was kochen? Nee. Ich würde mal sagen, wir laufen am Wasser entlang. Light. In diese andere Richtung da hinten und schauen, was es da so gibt, okay? Los geht's. Da ist eine Dose. Ist hier drin was? Nee. Ist das wohl... noch was von dem Trinken oder ist das von dem Wasser hier? Ich teste das lieber nicht. Oh shit. Okay, Fackeln funktionieren unter Wasser. Gut zu wissen. Aber ich kann aus dem Wasser, glaube ich, nicht wieder rausspringen. Merke ich gerade. Sammeln mal das. Oh Gott, wer weiß, was es hier unten gibt, ne? Holy moly, du kannst auch das Wasser erkunden. Okay. Gruselig. Kann ich das aufsammeln? Nein. Okay, wir müssen wieder hoch. Schwimm, 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 schwimm. Please, schwimm. Knappes Ding. Klare Sache. Sehr, sehr knapp. Holy moly. Okay, wir können... nicht so tief schwimmen. Wir brauchen dafür vielleicht... können wir uns sowas bauen? Aber da bräuchten wir halt so eine richtige Taucherausrüstung für. Weiß ich jetzt nicht, ob man sich das bauen kann aus Gartenutensilien. Oh, da ist wieder so eine dicke Spinne unterwegs. Moin! Oh, ich höre hier noch eine. Weiß jetzt nicht, ob das hier der beste Ort für uns ist. Oh, die backt im Stein fest. Seht ihr das? Machen schön außen rum. So gut es geht, ignorieren. Viel Getipse hier wieder. Ich glaube, das sind Ameisen.
So, lass mal auf die Karte schauen. Sieht so aus wie... Ah ne, das ist das Wasser wahrscheinlich, ja? Hm. Oh, schaut mal, hier sind so kleine Füße, ja? Gott, hier krabbelt alles gerade. Vielleicht sind hier mehrere Viecher an diesem Stein festgebackt. Ich hasse dieses Geräusch, dieses Krabbeln. Ja, wir laufen gerade so irgendwie außen rum, kann das sein? Was ist denn das da hinten? Hm, da ist dieses Labor. Ich habe ja gerade was plätschern gehört. Stellt mal vor, es gibt Frösche. Die futtern uns halt direkt, ne? Ich glaube, hier ist wieder was im Stein festgebackt, so wie das klingt. Also im Dunkeln Sachen zu erkunden, ist echt bescheiden. Okay, okay, ich glaube, ich check's so langsam. Wir können den echt einmal umrunden, ne? Weiß halt jetzt auch nicht, ob uns das was bringt, aber... Hm. Hier ist wahrscheinlich zu Ende, oder? Zumindest... Naja, schaut mal, hier ist so eine Mauer. Gott, wer weiß, was da sich dazwischen alles versteckt. Im Prinzip erledigen wir ja auch so ein bisschen die Gartenarbeit hier, ne? Wir rupfen hier so das Unkraut und so. Ameise. Ist da gerade was lang gehuscht? Nee. Ich spiele hier ja kein Horrorspiel. Ah, da sind diese Stinkekäfer. Die wohl schnell sind. Oh, es sind auf jeden Fall zwei. Die machen da wahrscheinlich wieder ihre komischen Gase. Es ist schon krass, wie sehr du dir überlegen musst, mit was für Insekten du dich hier anlegst. Das wäre mal interessant zu wissen. Ob es wirklich so viel leichter wäre, wenn du auf leicht spielst. Statt auf Medium. Ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn du auf hart spielst. Da sind wahrscheinlich alle Ameisen irgendwie gemeint zu dir und nicht nur die Soldatenameisen. So, es wäre ja wirklich interessant zu wissen, wo sich diese netten Raupen aufhalten. Hier gibt es auf jeden Fall viel Fiber. Ist doch ganz nice. Ich glaube, es wird auch wieder heller, ne? Oh, schön. Okay. Hier ist überall nur die Mauer. Hm. Dann wissen wir das ja schon mal, dass es hier nicht mehr weitergeht. Einfach mal alles mitnehmen, was so geht. Wer weiß, wann wir das brauchen, ne? So, es ist ja jetzt auch wieder früh am Morgen. Theoretisch müssten wir jetzt so Morgentau an den Blättern finden. Ja, an den Gräsern. Perfekt. I mean, this is probably what Aha! Die sieht fies aus, die Spinne da. Wirklich. Kein Bock auf die. Wir könnten uns mal auch umschauen nach Disteln, damit wir endlich Pfeile bauen können. Ich meine, ich hatte doch ein paar. Oh, schaut mal. Hierfür brauchen wir eine Schaufel. Dann haben wir hier Lehm. Interessant. Wer weiß, was man damit noch machen kann. Was ist das hier? Kann ich den hacken? Hm. Ah, guck mal. Jetzt sind wir da angekommen, wo die doch gesagt haben, dass das noch in Bearbeitung ist. Ist hier unten was? Noch mehr Clay? Okay. Also müssen wir uns als nächstes mal so eine Schaufel bauen und das Lehm abarbeiten. Abbauen, meine ich. Den Lehm.
hinten sind... Ah ne, das sind keine Disteln, das sind Löwenzahn. Ich ja auch. Oh, haben wir das Matschi-Wasser hier. Bin ich ins Wasser gelaufen und hab's kaputt gemacht? Intelligent. Ist so eine Art Pumpe? Wie ich das nicht erkenne. Gut, weiter geht's. Da ist eine Distel. Ich sehe sie. Oh, ganz schön weit weg. Hätten wir hier nicht noch näher eine? Da ist noch so eine Spinne. Eieieiei. Es werden immer mehr, kann das sein? Oder bilde ich mir das ein? Ich glaube, die da ist besonders fies. Die sieht schon so aus, so wie die da hockt und wartet und einfach da sitzt. Das ist die gleiche, die wir da in dieser Dings gesehen haben, ne? In dieser Höhle. Ein Bock! Nein, danke! So, hopp! Und Distel. Müssen wir kurz warten. Wie viel wir wohl von so einem Blatt bekommen. Oh, ist nur die Sonne, ne? Hier steht nicht plötzlich irgendwas vor mir, oder? Hinter mir, meine ich. Ach, das Spiel ist schon wirklich, wirklich schön. Unglaublich. Ist auch in einfach... Unglaublich, wie riesig diese Karte einfach ist. Die soll ja noch größer werden, wenn ich das hier richtig sehe. Sind ja alles Bereiche, die irgendwie noch nicht hinzugefügt wurden. Ich würde mal sagen, die nächsten Folgen verbringen wir damit, noch mal ein bisschen mehr zu erkunden. Und dann mache ich erstmal Schluss mit der Folge. Wie immer möchte ich mich bedanken bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, hoffentlich übersteht ihr die Hitze gut. Und dann sehen wir uns, wenn wir uns sehen. Tschüss!